Hallo, heute laden wir von Mixamo ein großes Paket herunter und erstellen dann auch noch die entsprechenden Notifier-Trucks und das Ganze hoffentlich in ein paar Minuten. Wir brauchen dazu Python. Das Standard-Python sollte bei euch schon aktiviert sein. Ihr braucht aber zusätzlich noch ein Plugin, was bestimmte Python-Packages nachinstalliert. Also einfach hier nach Python filtern und dann hier diese Python-Foundation-Packages noch anwählen, zur Not rebooten. Und dann müssen wir noch in den Project Settings schauen, dass die Python-Scripts auch gefunden werden. Das muss man entsprechend den Pfad einstellen. Also hier im Project Settings einfach runter nach Python gehen und da seht ihr diese Additional Paths. Und da habe ich in dem Plugin schon einen Pfad angelegt. Ihr könnt einen anderen nehmen. Auf jeden Fall muss das der Pfad sein, wo diese Plugins sind. Wie gesagt, hier kommt eins mit. Einfach hier unter euer Lyra Game, dann Plugins, Game Features, Bastian Plugin in meinem Fall und hier das Python Directory auswählen und dann auch wieder den Editor neu booten, damit er das Ganze auch merkt. Und ab sofort könnt ihr einfach die Python-Sachen so eingeben, einfach den Dateinamen. So, in Mixamo wählt ihr den Export und dann einfach ein Paket. Ich habe jetzt hier das Breakdance-Paket. Und im Hintergrund läuft jetzt einfach ein speziell auf Mixamo designtes Projekt, was euch erleichtert, das Ganze zu importieren, ohne dass ihr das Rig selber erstellen müsst. Das ist hier unten verlinkt direkt. Das empfehle ich sehr, sonst müsst ihr das Rig selber erstellen. Es gibt viele Anleitungen im Netz, aber das macht es wirklich sehr, sehr einfach. So, also das Pack einfach downloaden und dann entsprechend öffnen. Ihr müsst es dann erstmal extrahieren in ein freies Verzeichnis. Das kann man von da nicht sofort in den Unreal Editor ziehen. Also einfach mal ein leeres Verzeichnis erstellen und rüber kopieren. Und das brauche ich nicht, das ist nur der Export selber. Und hier sind dann alle Dateien. So, die droppe ich jetzt in dieses Mixamo To-UI-Projekt. Siehe Link unten, einfach runterladen und aufmachen. Dort wähle ich als Skeleton den X-Bot. Den Rest lasse ich allerdings, hier habe ich ja 60 Frames genutzt, also mache ich hier auch die Custom Sample Rate auf 60. Den Rest lasse ich als Standard und importiere die ganzen. So, dauert eine Sekunde. Und dann habt ihr die Animation in dem Projekt drin, natürlich entsprechend gebunden an diesen X-Bot. So, wie kriegen wir die dann zu unserem Money? Ganz einfach, alle markieren, Rechtsklick. Retarget Animation und Duplicate. Und dadurch, dass ja so ein IK-Retargeter hier schon definiert ist, das müsst ihr nicht selber machen, wählt ihr einfach diesen XBot-Retargeter und könnt dann noch einfach entsprechend zum Beispiel den Verzeichnispfad ändern. Ich nehme einen, der dann schon in etwa dem entspricht, was ich nachher in meinem Plugin habe. Characters, Animation dann, und Animations habe ich allerdings bei mir. Und dann einen neuen Folder. Und ja, Präfix mache ich normalerweise AS für Animation Sequence. Unterstrich und ja, Replace und sowas brauchen wir nicht. Teilweise steht noch, wenn ihr einzelne Sachen lädt, ist noch Mixamo.com drin. Das könnt ihr da zum Beispiel ersetzen. Ansonsten einfach das Ganze konvertieren. Dann werden die umkopiert und ihr seht, die sind jetzt alle da und sind entsprechend hier an die Quinn gebunden. In diesem lokalen Projekt, wie gesagt, was wir jetzt nur als Temporärprojekt nutzen, um es einfacher zu haben und nicht selber das Rig erstellen zu müssen. So, dann einfach Rechtsklick und sagen Migrate. Und jetzt kann ich das ganze Verzeichnis hier noch speichern, das ganze Verzeichnis rüber kopieren zu meinem Plugin-Verzeichnis. Noch schauen, dass es auch wirklich nur das Verzeichnis ist, dass er nichts mitnimmt. Und hier seht ihr, wie gehabt, Plugins, Game Features, Bastian Plugin, Content und Ordner auswählen und dann werden die einfach rüber kopiert. So, das war's schon in diesem Mixamo to UI-Projekt. Jetzt wechseln wir wieder rüber ins Plugin und schauen uns an, was da angekommen ist. Wir waren hier bei Characters, Animation, Dances. Und ja, tatsächlich sind die hier. Problem ist natürlich das Skeleton. Das kommt noch aus dem anderen Projekt. Deswegen sagt er sofort, could not find. Was können wir hier machen? Naja, wir sagen einfach no und markieren erstmal alle und binden den jetzt einfach an unser ganz normales Mannequin. Replace Skeleton und hier Mannequin filtern und hier schauen, dass das UE5 Mannequin genutzt wird, nicht das Vierer. Und das ist kompatibel zu dem anderen, also einfach okay. Und schon ist es blau und wir können tatsächlich mal eins aufrufen. Das hier ist eine Soft-Referenz auf den Mesh, der als Vorschau dient. Das geht dann weg, wenn ihr die entsprechend aktualisiert. Gut, sieht mal gut aus. Money tanzt. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, was ich brauche. So, die beiden updaten hier. Denn wenn ihr euch unten die Notifiers anguckt, die sind wichtig zum Beispiel für die Footsteps, wann entsprechend ein Footstep-Sound gespielt werden soll. Die habe ich jetzt natürlich nicht so, wie sie Lyra erwartet. Hier ist nur ein einziger, dieser Einser-Track. Wenn ich einfach mal in irgendeine Lyra-Animation gehe, seht ihr hier sehr viel mehr. Hier habt ihr einen Foot-Sync-Marker, Left-Foot-Sync-FX, Context-FX,
FX und so weiter und so weiter. Die will ich jetzt irgendwie reinkriegen, aber nicht manuell. Das ist viel Arbeit. Machen wir nicht. So, was wir machen können, wir können einfach mal hier in die Animation nochmal reingehen, in die Dances und können die einfach alle markieren und versuchen jetzt ein Python-Skript zu nutzen, was tatsächlich schon existiert, weil das habe ich in das Plugin mit eingecheckt. Dieses Add Animation Notifier Tracks. Der geht einfach alles, was ihr markiert, durch und macht einfach die Tracks dazu, damit ihr dann, letzter Schritt, erst dann manuell leider, diese Plätze setzen könnt, wo die Footsteps genau sind. Also, wie gesagt, wir gehen dann unten hier auf Python, damit ich ein Skript exekutiere. Dann kann ich hier einfach den Befehl eingeben, also den Namen der Datei, mit einmal eingeben, Return und hier mal in den Log gucken. Und da ich jetzt nichts markiert habe, sollte eine Fehlermeldung kommen. Er hat tatsächlich nichts gefunden, kann leider auch nichts machen. Das machen wir jetzt besser. Heißt also nochmal alles markieren, Output Log, jetzt hier unten nochmal den Befehl eingeben und dann mal schauen. Und tatsächlich passiert was. Also er findet hier überall den Track 1, den lässt er in Ruhe. Und hier kommt jetzt Left Foot, Right Foot, Context FX und Foot Sync Markers hinzu. Und wenn ich jetzt mal tatsächlich eine Animation aufmache, dann sind die alle drin und können jetzt gesetzt werden. Das Setzen selber ist manuell, da kann ich wenig machen. Da muss man tatsächlich schauen, wann kommt die Fußspitze wohin. Und da werden dann im Prinzip drei verschiedene Notifier gesetzt, die Lyra nutzt, um Sounds oder aber auch Effekte abzuspielen. So, hier setze ich zum Beispiel jetzt den rechten Fuß auf. Das heißt, ich würde jetzt zu Right Foot FX gehen, Rechtsklick, Add Notify. Und da gibt es diese beiden AN, Foot Plant Left und Foot Plant Right. Die müsst ihr entsprechend setzen für alle. So, sagen wir mal hier der linke Fuß. Etwa hier. Und dann hier in den Track Left Foot FX, Rechtsklick, Add Notify. Ja, etwa hier. Und dann eben der Foot Plant Left. Was wir jetzt noch brauchen, kopieren wir am besten aus einer existierenden Animation, weil das von Hand setzen ist relativ mühsam. Das ist Copy-Paste sehr viel einfacher. Das heißt, wir wählen jetzt einfach mal, ich wähle jetzt einfach irgendwo eine existierende Lyra-Animation auf. Die haben das nämlich alle. Da ist dieses Anim-Effekt Footstep drin. Und ihr seht, das sind eine ganze Menge Einstellungen und das wollen wir eigentlich gar nicht selber machen. Deswegen einfach rechts draufklicken und kopieren. Dann wieder in unsere Animation rein. Genau auf den Punkt gehen, wo unser Footplant Left oder Right sind. Und dann hier bei Context FX Rechtsklick und Passt. Hier ist es. Genau dasselbe hier noch für den linken Fuß. Einfach etwa auf dieselbe Höhe, Rechtsklick und Pasten. Das war's. So, jetzt wird tatsächlich, wenn diese Animation benutzt wird, auch entsprechend diese Sounds und diese Effekte abgespielt. Und wir überlegen uns in den nächsten Videos, wie wir es tatsächlich nutzen. Wir sind ja eigentlich immer noch bei den Attributen. Dankeschön, bis bald.